Moin moin meine Lieben, hier wieder eine Runde Let's Play Splinter Cell Blacklist mit mir Sterni von TI-Core. Also, ich habe ja den fischerflückenden Fischer mittlerweile richtig lieb gewonnen. Ich denke, euch geht's genauso. Wir spielen heute wieder Kampagne und zwar wäre es heute privates Anwesen. Ich habe das Level mal wieder gespielt vorher. Ja, gebe ich zu. Beim nächsten Mal werde ich einfach direkt mit aufnehmen. Und ich habe heute auch ein anderes Mikro. Ich hoffe, das ist besser. Weil bei dem anderen war es ja doch halt dieses Kratzen und Rauschen. Und das ging mir selber auf den Keks. Also heute mit einem anderen Mikro. Und dann schauen wir jetzt mal. Kampagnenmission. Und das finden wir dann hier unten, das private Anwesen. Und diese Mission hier, verlassene Mühle, die werden wir hinterher, oder beziehungsweise die werde ich beim nächsten Mal direkt einfach zocken, ohne vorher vorzuspielen. Also jetzt privates Anwesen. Und mal schauen. Das Weiße Haus bittet alle Bürger, nach dem Angriff von Blacklist Amerikas Konsum Ruhe zu bewahren. Das war der erste Angriff der Engineers auf unserem Boden. Laut CDC handelte es sich um einen biologischen Waffeneinsatz, der in Chicago und Umland über 2 Millionen Opfer gefordert hätte. Nur das schnelle Handeln einiger weniger SWAT-Kräfte hat diesen möglicherweise größten Terrorangriff aller Zeiten auf die USA vereitelt. Ja, somit wissen wir Bescheid und ich würde sagen, Briefing starten. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Coben hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Coben durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grimm. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Hol mal, war zügig jetzt hier. Was machen wir jetzt? Ja, was machen wir wohl? Ich würde sagen, Mission scheitern. Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Mission gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung. Und möchtest du mir noch was sagen, Coben? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nouris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. Genau, helft ihm. So, hier war ich den In Nouris Bude sind Mann. Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Hammer. Na, was ich gerade sagen wollte, der gute Mann hat also Leute, die einbrechen, also quasi Missionen erfüllen und ja, ich würde mal sagen, das sind dann ganz einfach Agenten. Ich weiß gar nicht, warum wir die hier alle immer Einbrecher schimpfen. Man weiß es nicht. Privates Anwesen in Paraguay, ja, ich bin mal gespannt. Hat Coben Infos ausgespuckt? Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nouri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Cobins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nouri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nouri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. Thank you.
So, den guten Mann verstecke ich mir jetzt erstmal, bevor hier wieder irgendwie ein Alarm ausgedöst wird. Und da wir hier so eine schöne gerade Strecke haben, machen wir mal einen Weitwurf. 1, 2, 3, ich würde sagen so 3 Meter waren das. So. Wo will der denn hin? Das war knapp. Verdammt! Nein, wir wurden entdeckt. Wir wurden sogar erschossen. Also das Ganze nochmal. Das war ja schon mal ein guter Start, oder? Würde ich sagen. Also die Mission ist gar nicht so einfach. Der Anfang eigentlich schon. Naja gut, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Aber hier springen auch Hunde rum. Ich meine, es wären 2 an der Zahl. Einmal in diesem Abschnitt und dann kommt nachher noch ein anderer Abschnitt, wo auch nochmal so ein Wauzi ist. Und die Wauzis, wie wir wissen, sind echt scheiße. Ey, was? Oh! Gib es doch nicht, ey, was ist neu schon wieder los? Ich glaube, ich werde langsam zu blöd zum Zocken oder so. So, nochmal Weitwurf. So. Ja, diesmal, mein Freundchen, mache ich es dir nicht so einfach. Guck mal hier. Komm, put. Und jetzt springe ich dir in den Rücken. Können wir jetzt eigentlich über die Mauer hier? Beziehungsweise über den Zaun werfen? Mauer, ja. Über den Zaun werfen. Aua. Das tut doch bestimmt weh. Was ist eigentlich das hier? Das erinnert mich so ein bisschen an Hitman. Kann man die Leute hier reinstecken oder nicht? Kennt ihr Hitman, das Neue? Da kann man die Leute in solche Kisten stecken. Blöd ist natürlich, wir können jetzt mit dem Typ hier nicht so super schnell laufen. Aber gucken, ob wir den da reinstecken können. Nö. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest da drauf liegen bleiben. Naja, egal. So, wir jumpen jetzt hier rüber. Yeah. Da hinten war übrigens ein Laptop. Ungefähr da stand er. Oh. Was machen wir jetzt? K.O. von oben, oder? Hier ist eine große Kiste, da können wir bestimmt einen reinstecken. Oh, klasse, ein weiterer Hundeliebhaber. War bestimmt die Sicherung. Der Bobo, verdammt. Ja, die weiße Silhouette, bla bla. Oh, verdammt. Das ist natürlich echt ärgerlich jetzt. Ich wurde überrannt. Autschi. Guck mal her. Ach Mann.
ist er denn? Ach, da hinten versteckt er sich. So. Schluss aus Nikolaus. Hier, Wahnsinn. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt ausschießen. Wo rennt denn hier bitte noch einer rum? Ach, da hinten. Ja, ja. Ich antworte dir gleich. Na. Mann. Ich sollte noch ein bisschen höher ziehen, oder? So, hier rennen wir jetzt komplett durch. Zack. Na, probieren wir beim nächsten Abschnitt ein bisschen leiser da durchzujagen. Bis jetzt haben wir ja noch ein bisschen Glück gehabt. Einmal gestorben. Und das einmal ist am Eilag, richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder aufs SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Offset. Dieser Geräteschuppen beim Pool sieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es jetzt. Kannst los. Hast du fein gemacht. Was ich gerade sagen wollte, einmal wurde man natürlich umgerannt. Hallo, Baby. Psst. So. Hier konnten wir noch Muni auffüllen. Das werden wir mal eben schnell machen. Aber ich will natürlich hier versuchen, nicht so Rambo-technisch durchzurennen wie gerade. Gehen wir mal hier hoch. Wir müssen Nuri in seinen Panikraum scheuchen, Sam. Schalt den Strom mit dem EMP-Trikopter ab, bevor du die Villa betrittst. Macht. Ich wollte ihn jetzt extra mal hier in Schatten legen, weil hoch umgefallen. So, einer schlich jetzt noch hier vorne rum. Den versuchen wir natürlich auch zu umgehen. Und dann... Ah, Hund. Sind hier, aber ich hoffe, dass wir so gerade. Beginnt alle mit der Suche. Okay, es hat funktioniert. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Charlie, ist der Trikopter aktiv? Telemetrie gut, kein Lag bei der Datenübertragung. Okay, versuchen wir es. Na dann. Sei vorsichtig. Es macht ein bisschen Krach und der EMP macht's nicht leichter. Keine Sorge, ich passe auf dein Spielzeug auf.
Du musst nach oben. Muss ich das? So. Ich möchte mal gerne wissen, ob das auch realistisch auch funktioniert, dass man dann so abhauen kann oder Gegner in die Tür reinstürmen. So, hier ist gut, ihr könnt mit der linken Maustaste Haftschocker abfeuern. Das wäre dann... Sam, du näherst dich dem Sicherungskasten. Dafür gut. Das war wohl hier so ein Haftschocker an die Stirn. EMP ist scharf. Dann mal los. Und Steuerung zünden. Bus, Party beginnt. Wir haben visuelle Bestätigung. Ist überall dunkel. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Opfer. Oh, da ist doch schon wieder ein Hund, Nein! Das gibt's doch nicht, ich hab den Hund vergessen. Lauf, Junge, lauf. Verdammt, das hätte nicht passieren sollen, aber da waren wir dazu voreilig. Also gehen wir jetzt wieder mit Bedacht durch. Nuri wird sich im Panikraum verschanzen. Wo ist das Ding? Ich suche noch. Ich habe zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Offset. Mist, wir haben ein Problem. Stromausfall, schick den Keller. Bewegung. So, das war schon ein bisschen besser, oder? Oh, da war der Hund. Sam, wir haben ein Problem. Das SMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Nuris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fazi zu hören. Behalt ihn im Auge. Grim, ein vorgefertigter Panikraum? Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Also ihr könnt einmal die normale Nachtsicht wieder wählen oder halt diese. Und ich finde, das ist natürlich besser. Das ist aber erst dann möglich, wenn ihr ein komplettes Upgrade gemacht habt. Damn, ich hasse das, wenn man so eine Wand steht. Ja, jetzt kommt der ja auch schon wieder runter. Aber ich würde mal sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt mit dem hier. Versuchen wir es mit dem nächsten auch noch. Sieh dich mit dem Sichtgerät um. Setz die Suche fort. Komm, rede mit mir. Halt doch mal die Klappe und brüll nicht so rum, ey. Was sollen denn die anderen denken? Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Will ich ja. Aber hier sind doch überall Typen. Okay. Wo steht der denn nach da oben? Corbin meint, er könnte in den oberen Etagen sein. Hier ist nicht. Konzentrier dich, such weiter. Ist alles okay? Komm her, ich bin besucht. Gehen wir.
wehren muss. Oh, jetzt. Wow, damn. Schlafmörs haben wir jetzt keins mehr. Müssen wir mal eben gucken, wo können wir denn überhaupt hin? Hast du was? Ah. Ach, ich bin direkt schon oben in der Etage. Das ist schon mal gut, weil können wir hier durchbrechen. Tada! Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nicht sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Hm. Na dann, setzen wir uns halt. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Geht doch. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Nuri, los! Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Das war's. Bewegung. Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah. Ganz nah. Schwul oder was? Ganz nah. Wir sind fast am Eingang. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein, wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Ah, sehe ich auch so. Jojo, das passt ja alles, ne? Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Wie sollte man sonst machen? So, da oben steht natürlich wieder Verstärkung und falls entdeckt. Also das heißt, möglichst durchschleichen. Schwer gepanzert oder so, aber. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon.
So. Sam, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Wenn uns das nicht entdeckt und wir hier vorne langlaufen, dann kommen wir direkt zum Boot und es geht direkt weiter. Allerdings finde ich gleich lustig, das Boot ist sehr groß, aber dennoch jetzt nicht einmal getroffen. Wir werden es gleich selber sehen. Ich will Namen. Hier, hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadie geschickt habe. Remy, schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Check das Wasser. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Achtet im Hintergrund auf das Wasser. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da. So, das war's. Jetzt bin ich mal auf die Auswertung gespannt. Ich denke, wir können ja überspringen, weil wichtig ist eigentlich das, was wir am Ende sehen. Und mal gucken, wie wir uns so gemacht haben. Die Zahlung ist eingegangen. Ja, 230.000 ist okay. Hauptsächlich waren wir so im Bereich Ghost, aber natürlich auch Assault. War ein bisschen schwieriger, finde ich, aber ansonsten, mir hat es sehr gefallen, die Mission. Und für normal war es eigentlich auch recht schwer. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit mir redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich, halt's mal. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Richtig. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. So, wie wir gerade gesehen haben, verlassene Mühle ist das nächste. Ich hoffe, das Let's Play hat euch mal wieder gefallen. Ich hoffe auch, die Qualität von der Sprachaufnahme, also von dem jetzigen Mikro, ist besser. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Alles Gute und bis dahin, euer Sterni.